Hallo, hier ist wieder Xi, und Scott mit mir bei Overload. Ja. Sind wieder ein paar Themen eingetrudelt. Bei dem ersten kann ich leider gleich nicht viel dazu sagen, was ich von Dead Space 3 halte. Da ich bisher nur den ersten Teil durchgespielt habe und den zweiten Teil nur teilweise angespielt habe. Ja, ich kam einfach nicht dazu. Muss ich sagen. Ich fand's ganz interessant zu spielen. Den zweiten Teil habe ich auf der Konsole gezockt und bisher hatte ich eigentlich einen ziemlich guten Eindruck. Ich hoffe, der dritte Teil hat's gut weitergeführt. Bin gespannt. Vielleicht mache ich aus Dead Space auch mal eine Let's Play-Reihe. Muss ich allerdings erstmal schauen, wie ich es hinkriege, dass ich das entsprechend aufnehmen kann, denn an der Konsole könnte das Ganze ein bisschen schwierig werden. Vor allem, weil ich natürlich erstmal mit dem ersten Teil wieder anfangen würde, an den ich mich nur noch teilweise erinnere. Tja, damit ist das letzte Thema leider schon wieder durch. Wie gesagt, da kann ich leider nicht viel dazu sagen. Nächste Frage, gibt's ein Leben nach dem Tod, meiner Meinung nach? Ja, das ist halt eine Glaubensfrage. Ich persönlich, ich weiß es nicht. Muss leider akzeptieren, dass ich es nicht weiß. Wüsste es gerne. Und hoffe auch ehrlich gesagt, dass es sowas gibt, dass das Leben dann mit dem Tod nicht einfach wirklich zu Ende ist. Sondern dass es noch irgendwie weitergeht. Wenn es dann einfach vorbei ist, ich meine, wenn man dann nicht unbedingt irgendwas hinterlassen hat, was jetzt, sagen wir, ja, dass man was Bedeutsames hinterlassen hat, was einfach für die Nachwelt, sage ich mal, noch erhalten bleibt, sei es jetzt was Weltbewegendes oder sei es einfach etwas, was einen Teil von einem selbst auf der Welt bewahrt, ich meine, in meinem Fall, ich hoffe, dass es nicht nur meine Let's Plays sind, die überbleiben. Ich meine, es ist grundsätzlich schon mal etwas, was dann auf jeden Fall da bleiben wird. Was ich auch an sich sehr gut finde. Da in den Let's Plays eigentlich mehr drin steckt, als ich jemals in irgendeiner anderen Kunstform, also das heißt in einer Kunstform, sagen wir so, jemals von mir der Nachwelt überreichen könnte. Denn hier steckt einfach, naja, es steckt eine Leidenschaft von mir drin. Und ein Teil von mir selbst, meine Stimme, mein Charakter. Eben wirklich ein Abbild meiner selbst und nicht nur ein Foto oder sowas. Fotos sind natürlich auch etwas Schönes, um der Nachwelt etwas zu zeigen. Aber ich denke mal, solche Sachen oder allgemein irgendwelche Aufnahmen dokumentieren das Wesen bzw. das Ganze eines Menschen im Nachhinein doch viel besser als Fotos. Ich meine, klar, früher ist nicht mehr möglich gewesen, aber im heutigen Zeitalter, warum nicht? Auf der anderen Seite, wie wird es sich ansehen? Naja, wenn ich tot bin, habe ich sicher schon einige Let's Plays produziert. Hoffe ich zumindest. Und dann gibt es vielleicht ein paar Leute, die sich das dann noch ansehen. Vielleicht, je nachdem, wie weit ich es in der Hinsicht im Leben noch bringe. Ich hoffe, ich bring's noch zu was, was das hier betrifft. Da möchte ich schon weit kommen. Also ein Leben nach dem Tod, ja, wie könnte es denn aussehen? Ich meine, diese, die religiöse Himmel-Hölle-Sache ist halt immer so eine Sache. Letzten Endes, wer ist heutzutage denn wirklich noch ein so guter Mensch, dass er auf jeden Fall in den Himmel kommen würde. Weil eine der Todsünden, denke ich mal, begeht fast jeder mal im Leben. Wenigstens eine. Gerade heutzutage, wo die Leute sowieso nach dem Motto teilweise leben, ach, ich komme sowieso in die Hölle. Also das möchte ich nicht hoffen, da mag ich lieber die alte naive Ansicht, ach, wir kommen doch alle in den Himmel. Wobei die alte Ansicht ja auch wieder in der Hinsicht eingeschränkt war, dass sich das nur auf die Leute bezogen
hat, die getauft waren und der Kirche angehörten. Heutzutage kostet es ja was, bei der Kirche dabei zu sein, ne? Kirchensteuer und sowas. Es sei denn, ich habe verpasst, dass die abgeschafft worden ist, aber das wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, die gibt es schon noch, ja. Ja, gut. Die kann auch sonst ihr Geld, glaube ich, nirgendwo mehr wirklich hernehmen. Ah, ich komme einfach nicht durch. Ja, ansonsten dieses von oben herabschauen, es hätte schon was, einfach weil die Existenz dann noch nicht auf hört. Ich meine, da oben im Himmel, wenn es wirklich so wäre, wäre es wahrscheinlich ganz schön voll. Das wird wahrscheinlich dort oben ganz schön zugehen. Aber ich meine, immer noch besser, als dass die Existenz völlig verschwindet, oder? Ich meine, es gibt auch Leute, die pflanzen dann einfach auf. Die pflanzen dann einfach auf den überrestenden Baum und ja, dann lebt die Person halt gewissermaßen in dem Baum weiter. Ist auch an sich eine schöne Art und Weise, wie man das Ganze handhaben kann. Will ich nichts dagegen sagen, wobei ich jetzt nicht unbedingt Ding später als Pflanze weiter vegetieren möchte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, reizvoll wäre aber auch, wenn diese älteren Geschichten über Geister, dass das Seelen werden, die einfach nur irgendwas zu erledigen haben, das hätte ja eigentlich auch irgendwie einen Anreiz, finde ich. Ich meine, klar, es wird zwar irgendwann langweilig, weil letzten Endes als Geist, bis man da mal andere findet, denen es ebenso geht, ist man halt ziemlich alleine, beziehungsweise halt einfach immer nur diese körperlose, unsichtbare Gestalt, die irgendwo herumwandert und wahrscheinlich auch noch platzgebunden an den jeweiligen Ort oder was. Oder es ist wie in manchen Animes, dass man dann als Geist die ganze Zeit einfach nur auf seinem Grab herumsitzt, auf seinem Grabstein. Ja, es gibt viele verschiedene Darstellungen vom Leben nach dem Tod. Ich persönlich, ja, also letzten Endes, wenn ich nicht gerade in die Hölle komme, dann wäre es schon schön, wenn die Existenz nicht mit dem Tod völlig erlöscht. Wenn man da irgendwie, wenn auch nur auf paranormalem Wege, wenn man dann irgendwie da ist. Und auch nicht nur in den Köpfen der Leute, weil ich weiß nicht. Letzten Endes die Leute, die daran glauben, dass die Person nicht einfach weg ist, dass ihre Existenz nicht völlig erloschen ist, die glauben ja im Grunde dann auch daran, dass diese Person immer bei ihnen ist. Also, das hat eigentlich nicht viel. Das unterscheidet sich nicht großartig von der Sache, wenn man als Geist noch vorhanden ist. Das Einzige, wenn man einen auf Poltergeist machen muss, dann hat's was kaputt machen. Muss, was ja nicht sein muss. Aber gut, das sieht wahrscheinlich jeder anders. Nee, ich versuche mich irgendwie an den Glauben zu klammern, dass die Existenz mit dem Tod nicht unbedingt völlig erlöscht, sondern dass es irgendwie nur eine Möglichkeit gibt, wie es danach weitergeht. Dass nicht einfach, dass vor einem die Welt langsam zu Ende geht, also quasi, dass man das letzte Mal die Augen schließt oder es schwarz vor Augen wird und dass dann einfach alles endet. Das will ich einfach, daran glaube ich einfach nicht, daran will ich auch nicht glauben, weil lass in mir einfach so eine unbändige Angst vorm Tod auslöst. Und wenn man eine große Angst vorm Sterben hat, davor, dass man dann wirklich für alle Zeit verschwindet, ich meine, dann lebt man halt auch in dieser Angst. Dann lebt man mit dieser Angst einfach und das kann einen halt sehr arg beeinträchtigen. Kann ich ein Lied von singen? Also, was Verletzungen und sowas angeht, da war ich, als ich noch jünger war, war ich ein ziemlich großes Zimperlieschen. Ich meine, jetzt bin ich auch noch nicht unbedingt so hart im Nehmen. Würde ich nie behaupten, aber es ist definitiv schon deutlich besser, als es damals war. Ja,
So viel zum Tod, zum Leben nach, ja, zum Tod nach dem Leben, genau. Naja, okay. Gibt's ja auch. Verdammt. Ob ich mir überlege, selbst jetzt zu nutzen? Nö. Nö, nö, nö. Ich spiele hier schon weiter. Das einzige Problem, was sich ergibt, ist halt, dass das Ganze, wenn mir wieder die Themen ausgehen, das einfach uninteressanter wird. Ich selber mache hier schon noch weiter. Ich mache so lange weiter, bis ich das schaffe. Und wenn es mich Jahre kostet. Solange ich dann meine Regelungen habe, dass ich zwischendurch andere Projekte mache, und ich werde dann auch, wenn jetzt hier die 60 irgendwann erreicht sind, werde ich auch in Zukunft nicht 30er Folgenpäckchen oder was abhandeln. Ja, weil dass ich mich jetzt hier so länger hin hocke, weil das Projekt einfach nur so präsent ist, okay. Aber wenn ich dann andere Projekte habe, ja, dann macht man halt immer wieder, wenn ich Lust habe, dann mache ich dann hiervon ein paar Folgen, vielleicht 10 Folgen oder was, aber danach muss dann auch wieder erstmal eine Zeit lang gut sein. Oh, nein, 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 es hätte geklappt. Das muss ich mir später nochmal anschauen, wo mich da der Fisch getroffen hat. Das war's gerade. Das war gerade das Richtige. Ich hätte nur weiterlaufen müssen. Ich Idiot. Ich gottverdammter Idiot. Scheiße. Ich hab's gerade erreicht. Ich war gerade so weit. Es hätte geklappt. Die Reihenfolge hätte gepasst. Aber hey, wenigstens hab ich's jetzt. Jetzt weiß ich auch, wie ich mich vom Fisch treffen lassen kann, weil ohne mich vom Fisch treffen zu lassen, weiß ich nie, wie ich den Sprung machen soll. Aber ich hab's gerade gesehen. Es hätte funktioniert. Wäre ich weitergelaufen. Erfolg. Erfolg. Und selbst wenn sie jetzt in dieser Folge nicht mehr bis da hinten durchgeht, ich hab's gesehen. Es gibt eine Lösung. So, den hat es wieder gebraucht, um mich wieder so ein bisschen aufzuwecken. Na gut, es ist zwar gerade erst, es ist Nachmittag, angebrochener Nachmittag, aber das macht die ganze Sache nicht unbedingt leichter, vor allem weil der Schlafentzug immer noch nicht nachgelassen hat. Die letzte Nacht war schon wieder so schlaflos. Ja, das ist dieses blöde Wetter bei dieser Hitze. Man kann sich einfach nicht ruhig hinlegen. Und dann wacht man öfter auf und fühlt sich einfach wie erschlagen, aber naja. So, ich soll in meinen Videos mehr auf Kommentare eingehen. Ja, inwiefern? Inwiefern stellst du dir das vor, auf Kommentare eingehen? Wenn du mir das näher erklären könntest, okay, kann ich da auch mal einen Ton dazu sagen. Momentan verstehe ich nicht ganz, was du damit meinst. Ich meine, auf Kommentare grundsätzlich eingehen, wenn es irgendwelche Tipps oder sowas sind, die ich auch verwenden kann, dann sage ich da schon meinen Ton dazu. In Metroid Prime 2 Echoes hatte ich Hilfe von, wie ist die Person, Flower Power 1 oder 11 oder 111, ich weiß es nicht mehr genau. Hatte ich Hilfe, und das habe ich dann in dem Video auch so gesagt. Also, ich gehe schon auf Kommentare ein, aber halt nur, wenn ich dafür auch einen Sinn sehe. Wenn ich darin einen Sinn sehe, dann gehe ich schon darauf ein. Und dass ich nicht unbedingt auf jeden Kommentar eine Antwort schreibe, ja. Ja, ich meine, man kann schon sagen, dass momentan noch von der Menge her so viel ist, dass ich rein theoretisch jeden Kommentar kommentieren könnte, aber habe ich halt jetzt auch nicht immer die Lust dazu. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Und ich soll euch Fragen stellen. Was könnte ich euch denn fragen? Ja, zum Beispiel, ob ihr dann jetzt auch vorhabt, von den anderen Mega Man NES-Teilen euch dann an solchen Hacks zu probieren. Also vom 3er, 4er, 5er und vom 6er. Wobei, ganz ehrlich, ich glaube, der fünfte Teil war es, ich weiß es jedes Mal wieder nicht, auf jeden Fall der mit Jewel Man. Also Jewel Mans Level braucht ihr gar nicht mal abändern, den könnt ihr so lassen, wie er im Original auch war. Und der ist trotzdem schwer genug.
In diesen blöden fallenden Juwelen. Sie kotzt mich heute immer noch an. Weil die so zufällig runterfallen in der Menge und in der Geschwindigkeit und. Ja. Wie dem auch sei. Kleinen Moment. Ne, passt schon. Ich dachte nur, ich hätte eine SMS bekommen. Ja, und ob ihr vielleicht bei den anderen Hacks, ob ihr euch auch mal überlegt, eigene Bosse reinzubauen. Ich meine, klar, ist das nicht einfach. Das ist wahrscheinlich eine Menge Programmieraufwand, aber so grundsätzlich, warum nicht? Ich meine, bei mir hat's auch damit angefangen, dass ich meinen ersten Level damals im Grunde genommen nur aus den Blöcken gebaut habe, die von vornherein schon da waren. Ein reiner Vanilla-Level, wie es ja heißt. Und jetzt bin ich so weit, dass ich sage, okay, ich will meinen eigenen Boss programmieren. Also, ich denke, eine Steigerung in der Hinsicht wäre nicht verkehrt. Damit will ich jetzt nicht irgendwie klugscheißern oder sowas, sondern es ist einfach nur so ein Gedanke. Es muss ja nicht gleich sowas Böses sein wie in No Constancy. So, das mit den Mega Man X-Bossen hatten wir ja auch schon. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr auf eure Benutzernamen gekommen sind. Okay, Gitarus Simon kann ich mir schon denken, aber Osoma, wie es dazu kam, wäre mal interessant zu wissen. Bei meinem Namen ist, denke ich mal, relativ klar, wie es dazu kam. Ich habe einfach nur meinen eigentlichen Vornamen etwas abgeändert. Und wer von ich mein tatsächlichen Vornamen nicht kennt, der verfolgt mich noch nicht lange genug oder hat genau die falschen Projekte angeschaut. Mein Vornamen darf man ja wissen. Ich finde das wunderbar, was mein Texteditor aus den herauskopierten Kommentaren macht. Der schmeißt da einfach Satzzeichen hin, wo gar keine hingehören. Mitten im Satz steht auf einmal ein Fragezeichen. Eieiei. Ja, Fragen an euch. Ich kann mir schon was überlegen. Wenn mir was einfällt, stelle ich schon Fragen. Ja gut, vielleicht welche eure Mega Man NES-Lieblingsteile sind. Oder allgemein von der klassischen Reihe, sag ich mal. Alles, was eben diesen Grafikstil hier hat. So, jetzt muss ich kurz den Sprung hier machen, dann lese ich nochmal weiter in den Kommentaren. Ah, das war gerade noch richtig. Mist. Ja, es kommt schon drauf an, ob es die Leute interessiert, weil ich meine, wenn ich über was rede, was niemanden interessiert, das kann ich machen, wenn ich in dem Spiel weiterkomme, dann kann ich über alles Mögliche reden, weil dann im Spiel halt auch was passiert, weil man dann auch was sieht. Aber momentan ist es halt einfach so, dass das hier sehr extrem, wirklich sehr extrem ins Stocken geraten ist und ich würde mir auch sonst keine Gedanken darüber machen, ob jemanden das interessiert, was ich erzähle oder nicht. In meinen alten Let's Plays habe ich oftmals völligen überzeugt geredet, wo ich mir relativ sicher sein konnte, dass die Informationen niemanden wirklich interessieren würden, aber wenn es halt darum geht, die Folge einfach inhaltstechnisch irgendwie auf einem gewissen Niveau zu halten, weil eben nichts Besonderes passiert, dann ist das Ganze eine andere Geschichte, weil es dann halt wirklich darum geht, irgendwie sprachlich einen Inhalt daher zu bringen. Ja, sprachlichen Inhalt, ja. Sehr, sehr gut. Nein, er
vom Kommentieren her, weil ich in dem Fall ja jetzt hier nicht mehr das Spiel kommentiere, sondern, naja, irgendwas anderes tun muss, um die Zeit zu überbrücken. Musik kann ich hier auch nicht einfach einspielen, weil, naja, GEMA und so ein Zeug. Und dann darf ich wieder nicht monetarisieren, wenn nicht meine Videos sowieso gesperrt werden. Und ich würde mir sehr, sehr ungern meine allererste offizielle Ermahnung holen, denn dann ist man meistens schon sehr arg in Gefahr. Und wenn dieser Kanal hier gelöscht werden sollte, dann habe ich ein ganz großes Problem, denn dann müsste ich mir einen neuen Kanal zulegen. Und bis da dann erst einmal alle bisherigen Videos wieder neu hochgeladen sind, vergeht einige Zeit. Und in der Zeit lohnt es sich dann nicht, was aufzunehmen. Auch sind meine ganzen Aufrufe weg und das wäre ein Albtraum für mich. Vor allem, weil bis mich die alten Abonnenten wiederfinden. Ich denke mal, ein Großteil der Abonnenten, die ich jetzt habe, schauen meine Videos eh nicht. Die haben mich vor einer Zeit halt mal abonniert, weil ein gutes Projekt dabei war und dann war's das. Und ja, dann müsste ich halt quasi nochmal bei Null anfangen. Dann wieder Videos hochladen. Dann dauert es wieder, bis ein Video so und so viele Klicks hat. Und nochmal von Null anzufangen, es wäre halt, naja. Und ich meine, fast 900 Videos neu hochladen. Das dauert extrem lange. Selbst wenn ich da die ganze Zeit wieder hochladen lassen würde, dann kriege ich da am Tag, mal überlegen, so ein Video dauert für mich zum Hochladen ungefähr 3 Stunden. Dann kriege ich da am Tag ja, maximal 8 Videos durch. Wenn ich die ganze Zeit die Leitung vollständig zur Verfügung habe, was auch nicht unbedingt immer gegeben ist. Das heißt, erst ab dem 900. Erst wenn das letzte Video vor der Kanallöschung, wenn das hochgeladen wurde, erst dann könnte ich wieder produzieren. Und das kann's nicht sein. Das kann's einfach nicht sein. So, nächstes Thema. Es ist sehr schmeichelhaft, dass du der Meinung bist, dass die Themen nicht uninteressant, schon nicht uninteressant sein werden, wenn ich drüber quatsche. Aber ich habe schon manchmal, ich bin schon manchmal so, dass ich über Zeugs rede, was keinen interessiert, wie vorher schon mal erwähnt. Und in dem Fall, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, halt wirklich mal einfach direkt darauf einzugehen, was die Leute wissen wollen und wozu ich meinen Kommentar abgeben kann, warum nicht? Ursprünglich wollte ich ja sowas eigentlich erst in einem Spezialvideo machen, wenn ich 100 Abonnenten habe, falls das irgendwann mal passieren wird. Und ja, momentan, das eignet sich hier halt recht gut dafür. Deswegen denke ich mir, warum nicht? Ja, dass ich durch die Themen relativ fix durchkomme, das habe ich in der letzten Folge schon mal gesagt. Das ist einfach, ja, weil ich zu vielen Themen relativ schnell meine Meinung formuliert habe. Ich habe mir einfach zu vielen Sachen schon früher mal Gedanken gemacht und die muss ich dann eher nur noch abrufen. Das einzige Problem dabei ist, dass ich nebenbei ja halt im Spielen bin, dass manchmal die Formulierung vielleicht nicht ganz so glücklich verläuft. Aber ich hoffe, dass ich meine Meinungen immer so weit verständlich ausdrücken konnte. Mist. Ach, euch fallen da schon Themen ein. Da bin ich mir sicher. Im Notfall könnt ihr nicht jeden möglichen Mist zu Mega Man fragen. Das ist mir völlig egal. Ja, über Spiele reden. Soll ich denn über Spiele reden? Was habe ich denn hier so herumliegen? Was ich noch recht gerne. Meine Fresse, was ich noch recht gerne gespielt habe. Oh, fangen wir einfach mal beim Gameboy an. Was habe ich auf Gameboy gezockt?
Auf Game Boy habe ich Kirby gezockt. Jede Menge Kirby. Warum ich mich dann beim Let's Play so dämlich angestellt habe, keine Ahnung. Ich könnte es auf die Steuerung schieben, aber das wäre eigentlich Blödsinn. Tetris, naja, Tetris hat so gut wie jeder, denke ich mal, schon mal gespielt. Der vom Prinzip her simpelsten Spiele, die es gibt, aber ab einer gewissen Schwierigkeitsstufe ist es doch sehr, sehr fordernd, einfach weil man so verdammt schnelle Reflexe haben muss. Ja, mehr über Spiele reden, sieht ihr, das ist einfach. Na, guck ich mal in meinen Schrank hier. Was haben wir denn hier so alles rumliegen? Kleinen Moment, ich muss gucken. In meinem Schrank habe ich. Was haben wir denn hier an interessanten Spielen? Ja, das dauert jetzt mal kurz, aber da muss ich jetzt erstmal. Also Mario Party habe ich zum Beispiel Teil 1 bis 3 für den 64 da. Mario Party, ein wahnsinnig tolles Spiel, das man aber nicht unbedingt alleine zocken sollte. Das macht mit mehreren Leuten wirklich deutlich mehr Spaß. Man sollte allerdings auch nicht unbedingt mit Leuten spielen, die sich dann gegen einen zusammenschließen. Ja, okay, das passiert sowieso, wenn man dann mal die Nase deutlich vorne hat, aber ihr wisst schon, was ich meine. Man sollte wirklich mit Freunden spielen und nicht einfach mit irgendwelchen Leuten, die man so kennt. Nee, Mario Party sehr abwechslungsreich. Gerade der erste Teil. Und musikalisch muss ich auch sagen, gefällt es mir auch wahnsinnig. Gut, ich habe mir letztens erst dieses Lied wieder angehört, wenn man eine Runde fertig hat. Und dann gab es ja im ersten Teil immer noch so eine Sequenz, wo dann eine oder mehrere Sterne aufgetaucht sind, wo dann immer dieser große Stern war. Und dann ist immer irgendwas passiert bei Yoshis Insel, dass die beiden Yoshis zueinander gefunden haben in Luigis Maschinenraum, dass man dann von außen dieses Schiff gesehen hat, das dann plötzlich angefangen hat, sich zu bewegen. Und einfach diese Musik im Hintergrund. Es war so eine richtig, richtig schön harmonische Musik. So, ich mache jetzt noch zwei Runden, dann beende ich hier die Folge wieder. Es war eine richtig schöne Musik. Und wie gesagt, es war einfach richtig schön abwechslungsreich. Ich meine, klar, die Spiele aus dem ersten aus dem ersten Mario Party muss man zugeben, dass die teilweise ein wenig unfair waren. Zum Beispiel das Buddelspiel, wenn da halt die Kiste bei einem direkt in der Nähe war, naja, dann hat der halt mit einer relativ hohen Geschwindigkeit gewonnen. Oder so manche, oder ja, die ganz berühmten Spiele aus dem ersten Teil, bei denen man den 3D-Stick drehen musste, wobei so gut wie jeder dann die Hand flach drauf gedrückt hat und sich damit den Handteller ordentlich aufgerieben hat. Zumindest war es bei uns so. Und aber grundsätzlich hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und Mario Party ist ja eigentlich auch ganz gut wieder weitergeführt worden. Die späteren Teile haben eigentlich auch immer wieder mit neuen Innovationen, neuen Spielen geglänzt. Und selbst wenn alte Spiele wiederverwendet wurden, war es nicht schlimm. Gut, bei Wii und so weiter habe ich mich dann teilweise schon gefragt, naja, ist das so nötig? Diese Spiele mit dem Mikrofon war ich jetzt nicht so begeistert davon, muss ich sagen. Aber so grundsätzlich ist Mario Party auf jeden Fall eine Reihe, die kann es auch noch weit bringen, denke ich. Die wird auch in Zukunft, denke ich mal, noch, wenn sie denn weitergeführt wird. Ich hoffe, dass sie weitergeführt wird, denn ich denke, da kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Und auch so Nebensachen, was man bei Mario Party machen konnte. Ich weiß jetzt nicht mehr, welchen das war. Das war aber dann, glaube ich, ein GameCube-Teil. So ein Modus, bei dem man sich solche Autos zusammenbauen musste. Die Chassis, die Reifen, der Motor und noch oben eine Waffe drauf. Und bei denen man sich dann durch verschiedene
durch verschiedene Modi durchgekämpft. Hat in dem einen musste man sich gegenseitig die Lebenspunkte wegballern, in einem anderen musste man so eine Maus fangen. Und das war einfach, es war so ein richtig schönes Nebenspiel, aber auch ein Nebenspiel, das Inhalt hatte. Ich habe mich wirklich mal lange damit beschäftigen können. Das ist nicht selbstverständlich, dass ein Spiel, das neben dem eigentlichen Spiel noch in einem Spiel existiert, dass das einen beschäftigen kann. Die sind nämlich meistens eher, naja. Wenn wir da zurückdenken, dann Mario Party 1, das einzige Spiel, was da wirklich neben dem eigentlichen Spiel gab. Ja, zieh den Shy Guy auf. Und schau, wie weit er fliegt. Ich habe nie verstanden, was das bringen sollte. Erreicht er dann da irgendetwas, was man dann bekommt? Irgendwie noch so einen zusätzlichen Würfel? Man konnte sich ja damals noch in dem Toad House so Würfel kaufen, die Verschiedenes gebracht haben. Was ich auch ganz ulkig fand. Dann, ich glaube, im zweiten Teil war das, wo man dann noch Volleyball oder was spielen konnte, was auch nicht schlecht war. Ja, solche Sachen, wenn es halt wirklich auch gut ausgeführt wird und nicht so von wegen, ja, das spielt eh so, das Spiel wird wahrscheinlich eh kaum jemand spielen, also wenn man von dem ausgeht, wird es auch nicht so toll. Aber da hatte ich das Gefühl, dass die Entwickler sich da gedacht haben, hey, auch wenn es nicht zum Hauptspiel gehört, kann man es doch, kann man sich doch trotzdem Mühe geben und das finde ich lobenswert. Auf jeden Fall, wir war es das mal wieder von, wir war es das mal wieder von der Mega. Boah. Auf jeden Fall war es das wieder von Mega Man 2 Overload. Ich bin der Xi und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. So ist es richtig. Bis dann, Leute. Ciao.